Arne ist gerade als Trainer jemand, der einem einfach viel Sicherheit gibt. Der einem das Gefühl gibt, dass er an einen glaubt, daran glaubt, dass man das schafft. Und schön steil eintauchen. Kein Klatschen. Schön steil und die Frequenz schön halten. Nicht nachlassen. Ich habe in Hamburg jemanden gesucht, der sich in Richtung Rennsport auskennt. Und habe dann Club und einen Trainer gesucht und habe dann hier den Rennsportwart Hamburger Kanu-Club angeschrieben. Und das war dann halt Arne, der dann direkt gesagt hat, ja, komm einfach mal vorbei. Es war halt wirklich erstmal gewöhnungsbedürftig, weil ich hatte vorher selber auch nie wirklich mit Parasportlern was zu tun. Wobei letztes Jahr, glaube ich, bei der Deutschen Meisterschaft durften wir das erste Mal richtig mitstarten. Arne hat sich dann direkt darum gekümmert, hat sich richtig reingelesen in das Thema Parakanu, hat dann für mich alles geregelt, was den Rennpass angeht, die ganze Klassifizierung sich da reingelesen und hat dann ein passendes Rennboot, ein Parakanu-Boot für mich besorgt. Und ja, so haben wir zwei dann Fuß gelegt. 2, 1 und los. Und schön vorne steil eintauchen. Man muss natürlich eine Familie haben, die da auch hintersteht. Na klar, es ist manchmal dann schwierig, aber ich versuche dann auch manchmal meine Frau, und ich habe auch eine kleine Tochter und das nächste Kind ist unterwegs. Also ich versuche dann alles so ein bisschen zu integrieren. Also meine Frau war dann auch mit zur Europameisterschaft oder meine Tochter nehme ich dann mit zu Regatten. Aber na klar, es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und ich mache das Ganze ehrenamtlich. Arne arbeitet schon unglaublich lange hier als Trainer im Bereich Rennsport und arbeitet hier mit vielen Jugendlichen und hat da auch schon einige weiter und nach oben gebracht. Und dass ich jetzt da oben stehe und die Quali für Rio geschafft habe, ist natürlich zum ganz großen Teil einfach sein Werk. Und deswegen hat er das mehr als verdient, Trainer des Jahres zu werden.